Hallo Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind heute wieder in Madrid mit Andreas. Heute probieren wir oder machen wir eine kleine Wette. Ich gehe mit meinem handgemachten Blinker und Andreas geht mit seinem handelsüblichen Blinker ans Wasser. Und zum Schluss werden wir mal sehen, wer mehr fällt. Handmade oder ganz normale handübliche Blinker. Ein bisschen zum Wetter. Heute war es richtig kalt, also heute Morgen haben wir beide unser Auto kratzen müssen. Es war 0 Grad. Mittlerweile erscheint die Sonne und wir haben vielleicht jetzt 4-5 Grad plus. Und ich hoffe, dass die Fische auch aktiv sind. Wir haben 15 Fische haben wir uns reingesetzt. Und wie gesagt, ich bin mal gespannt, wer die meisten Fische heute fängt. Andreas mit seinem Blinker oder ich mit meinem handgemachten Blinker. Bin ich mal gespannt. Ich auch, ja. So, da werden gerade die Fische reingesetzt. Super. So, ich fange auch an, Freunde. Ein weißer Spun mit 4,5 cm und einem weißen Wurm. Ich bin mal gespannt. Der erste Wurf, falsch geschmissen, aber vielleicht muss es ja so sein. Wie gesagt, ein erster Anfasser. Also Farbe weiß war nicht schlecht. Keine schlechte Wahl. Ach, ei. Erster Wurf und gleich ein Anfasser. Okay. Zweiter Versuch. Es ist sehr, sehr windig, leider. Der Wind bläst wieder ganz stark. Aber wie gesagt, jawohl, zweiter Wurf. Sitzt. Jawohl. Hallo Freunde. Zweiter Wurf mit handgemachtem Blinker. Der Andreas stand gerade mal 5 Meter von mir entfernt. Bei ihm kein Zopfer, bei mir zweiter Wurf. Eine wunderschöne Regenbogenforelle. Mit weißem Aktivka. Klasse. So, wir haben jetzt so gemacht. Der Andreas steht direkt gegenüber. So, dass ihr seht, dass wir denselben Bereich abfischen. Der mit seinem handelsüblichen Blinker. Ich natürlich mit meinem Aktivka zuerst. So, der Juri hat sich gegenüber hingestellt. Wir befischen jetzt praktisch denselben Bereich von beiden Seiten aus. Juri mit Aktivka. Hatte gleich Fisch. Ich hatte 5-6 Würfe jetzt mit dem gelben Spoon. Hatte keinen Nachläufer, gar nichts. Schön langsam mit der Rutenspitze wackeln. Das macht, wie gesagt, ich weiß nicht warum, aber... Oh, erster da. Jawohl. Erster Wurf mit Aktivka. Jawohl. Das gibt's nicht. Der Juri hat schon wieder einen Biss. Jawohl. Tja, Andreas. Anfängerglück. So sieht's aus hier. So, Freunde, wer sagt's denn? Also jetzt nochmal der erste Wurf nach der ersten gefahrenen Forelle. Gleich eine Attacke, sofort. Ihr habt ja gesehen, wir stehen gegenüber mit Andreas. Er hat zwei Würfe gemacht, hat nichts gefahren. Bei mir der erste Wurf mit Aktivka, mit weißem Aktivka. Sofort ein Fisch. Super. So, Freunde, der Andreas steht auf der anderen Seite. Ich laufe hier ein Stückchen und probiere mal direkt aus der Mitte einen Fisch rauszuholen. Weil, wie gesagt, wir sehen absolut keine Fische an der Oberfläche. Und wir haben auch nur 15 Fische reingesetzt. Zwei haben wir schon rausgeholt. Also fehlen noch 13 Fische.
bin ich mal gespannt, ob wir überhaupt alle Fische rausholen heute. Weil der Start war genial mit Aktivka. Der Andreas versucht immer noch mit seinen gekauften Blinker Spuns einen Fisch zu fangen. Bis jetzt ohne Erfolg. Okay, ich mache jetzt noch einen ganz weiten Wurf. Bin ich mal gespannt. Wie gesagt, absinken lassen. Und dann schön langsam. Ich schlage den Blinker jetzt von unten nach oben. Also nicht seitlich, sondern von unten nach oben. Na, man sieht's. Dann gehe ich seitlich. Kann ich auch seitlich schlagen. So, bin ich mal gespannt. Jetzt probiere ich mal etwas höher die Rute zu halten, dass der Blinker nicht so tief läuft. Wechsle ich die Seite. So, ein Wurf in die Mitte, denke ich mal, bringt jetzt einen Fisch. Hoffentlich. Wie gesagt, der André steht auf der anderen Seite mit seinen gekauften Spoons und hat bis jetzt noch keinen Fisch gefangen. Oh yes, baby. Yes. Also, Freunde, die ist sofort reingestiegen. Da konnte ich gar nichts mehr machen. Die ist sofort reingestiegen. Also, ziemlich harter Biss war das. Es kann sein, dass die Forelle auch sehr knapp hängt, aber guck mal, dass wir die rausholen. Jawohl, schöner Fisch. So, Freunde, kurze Zeit später ein dritter Fisch, wieder Aktivka in Weiß mit weißem Würmchen. Der Andreas hat momentan ein bisschen zu kämpfen, weil bei ihm nicht so gut läuft wie bei mir. Aber, Freunde, wie gesagt, der Aktivka beweist nochmal, dass er besser fängt als die anderen. Und das ist wichtig. Yes! Oh, der Juri hat jetzt die dritte Forelle rausgeholt mit seinem Aktivka mit weißem Wurm. Ich habe jetzt auch mal die Farbe weiß genommen, mal schauen, ob sich vielleicht dann doch wegen der Farbe was tut. Nächster Wurf. Wir fischen hier gerade an der tiefsten Stelle des Sees, weil wir vermutet haben, dass sie etwas tiefer stehen. Aber dadurch, dass die Sonne jetzt doch gut durchkommt, könnte es sein, dass die Wasseroberfläche sich doch ein bisschen schneller erwärmt und die Fische nach oben kommen. Hier sehe ich gerade wieder die Goldforelle, also eine davon. Ja, und jetzt habe ich auch mal zugeschlagen. Hat schön genommen. Ist auch sehr aktiv hier. So, jetzt dürfte ich auch mal zuschlagen, nachdem der Juri schon dreimal vorgelegt hat. Die Farbe hat es wahrscheinlich gebracht. Juri hat drei mit Weiß gefangen. Ich habe jetzt auch auf Weiß gewechselt. Und sage und schreibe, beim zweiten Wurf war ich dann endlich auch mal erfolgreich. Ist ein kleinerer Fisch, aber hat Spaß gemacht. Die sind fit, die Jungs. Wir machen weiter. So, ich probiere mal die Goldforelle jetzt direkt anzuwerfen. Ich sehe die. Die ist da, aber die ist zu scheu. Der Fisch ist einfach zu scheu. Die dreht sofort ab. Also es wird nicht einfach, die rauszuholen. Aber vielleicht haben wir doch noch das Glück und holen die noch raus. Wie gesagt, steht noch alles offen heute. Und ja, einfach probieren. Mit Farben spielen. Ne? Ich tue jetzt zum Beispiel aktiv von oben nach unten schlagen. Also nicht seitlich, sondern von oben nach unten. Da läuft er noch anders da.
Deswegen. So, schauen wir mal. Jawohl, jawohl, der erste Anfasser war. Jawohl. Jawohl! Jawohl, jawohl. Jawohl, jawohl. Aha, erster Anfasser war nix. Der zweite Anfasser hat gesessen. Jawohl. Also auch Orange mit Pink funktioniert gut. Jawohl. Klasse. Ja, 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 ja. Schön. Oh, das ist eine schöne Größe. Jawohl. So, Freunde. Auch der rosane Spoon mit pinkem Twisterschwanz hat jetzt Fisch gebracht. Ich müsste ein paar Würfe machen. Wie gesagt, der Weiße, der fängt sofort, aber der rosane funktioniert auch ganz knapp genommen, ganz, ganz knapp. Die hat erstmal attackiert und die zweite Attacke saß richtig. Der Andreas, der versucht da gerade mal seine Spoons zu wechseln, die Farbe, aber der Aktivka bis jetzt bringt nur den Fisch und das ist klasse. So, ich habe gerade jetzt einen Anfasser gehabt, direkt vom Ufer. Also die hat genommen und wie gesagt, oh, die goldene, ja, nimm. Ja, 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 komm. Oh Mann. Oh, das war jetzt gerade spannend. Ach so, er hat sich überschlagen, scheiße. Schnell, noch. Oh wow. Oh wow. Oh Mann. Der hat sich überschlagen. Sie ist nachgelaufen. Oh, ein Anfasser. Jawohl. Oh, wow. Oh, wow. Klasse. Flügelblinker in Weiß hat zugeschlagen. Ist das klasse, Freunde. Jawohl. Jawohl. Komm her. So, Freunde. Der Flügelblinker allerdings wieder in Weiß hat den nächsten Fisch gebracht. Ich sag, Andreas probiert momentan, glaube ich, mit Orange oder Rot. Bei ihm läuft nicht so gut. Farbe Weiß ist heute der Favorit. Wie gesagt, Flügelblinker. Ich war 3 Minuten am Wasser und bam, sitzt einer. Klasse. So, wunderbar. Ich freue mich. Der erste, was heißt der erste Wurf? Der erste Fisch mit Flügelblinker war keine Goldforelle. Die kreist immer noch da und die ist mir nachgelaufen. Hab sogar. Das gibt's nicht! Oh, wow! Hey, Leute, der Blinker war gerade mal 20 Sekunden im Wasser. Ai. Wahnsinn! Andreas, du machst etwas falsch, ich weiß nicht was, aber bei mir läuft's. Jawohl! So, Freunde, ich war noch 20, oder der Blinker war noch 20 Sekunden im Wasser. Bam, der nächste Fisch. Ich will immer noch die goldene rausholen, Andreas auch. Aber, wie gesagt, über diese Fische freuen wir uns natürlich auch. Klasse. So, der Juri und ich, wir haben jetzt die Plätze getauscht. Jetzt wollen wir mal sehen, ob ich nicht hier auch meine Fische fange. Das kann ja nicht nur am Platz liegen. Jetzt schauen wir mal. Ich probiere jetzt noch weiter ein paar Würfe mit dem Orangenen. Da hatte ich vorhin einen Biss drauf und die Goldforelle ist auch nachgelaufen. Die zwei Goldforellen schwimmen gerade hier. Oh, da sind noch ein paar andere dabei. Mal sehen, ob sich da was dafür interessiert. Da kommt sie. Oh, ich hoffe, das hat man gesehen. Die ist mit offenem Maul nachgeschwommen und wieder abgedreht. Schade. Aber die kriegen wir. Sie interessieren sich sehr für den orangenen Blinker, aber sie schnappen nie richtig zu. Aber wir kriegen sie. Wir kriegen sie noch. Mach jetzt noch 3 Würfe. Ah, ja.
Mist! Ich hatte eine andere dran, eine normale Forelle. Aber die ist sofort wieder ausgestiegen. Ja. Hab sie. Eine Goldforelle. Na, den Spaß wollte ich dem Juri jetzt nicht gönnen. Andreas, du Glückspilz, das gibt's doch gar nicht. Ja, ich wollte auch mal zeigen, dass... Oh, wow. Oh, was für ein schöner Fisch. Was für ein schöner Fisch. Ich dürfte jetzt auch mal zuschlagen. Der Juri hat ja schon einiges vorgelegt, aber ich habe die Goldene gefangen. Edge, Juri. Glückspilz. Ja, ich habe den Orangenen dran gelassen und habe gedacht, ja, Attacken waren ja da. Ich probiere noch 3-4 Würfe und habe ein bisschen aggressiver geführt und konnte beobachten, wie sie hinterher ist. Beim ersten Wurf ist sie mit offenem Maul hinterher. Beim zweiten Wurf habe ich noch aggressiver und schneller geführt. Das hat schließlich dann den Biss gebracht. Also, einmal wollte ich auch noch einen ordentlichen Fang. Petri, halt du Glücklicher. Ja, danke schön. So, Freunde, der erste Wurf mit dem Oktopus, also mit dem Flügelblinker und Oktopus dran. Absinken lassen, ganz wichtig. Und schnelle und kurze Schläge. Schnelle, kurze Schläge. So, dass er tanzt, dass er richtig... Jawohl, 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 jawohl. Jawohl, das hat man jetzt gesehen, der erste Wurf. Juhu, jawohl, jawohl, jawohl. Es ist ganz wichtig, wie man den Blinker führt. Es ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Wow, klasse. Jawohl. So, Freunde, der erste Wurf mit dem Flügelblinker und Oktopus, mit buntem Oktopus, hat sofort eine Forelle gebracht. Klasse, der Andreas versucht immer noch da Spuns zu wechseln. Bei ihm läuft nicht so gut. Aber, Freunde, dieser Blinker hat jetzt den nächsten Fisch gebracht. Der erste Wurf. Wow. Okay, und nochmal. Es wird gerade wieder windig. Aber das macht ja nichts. Solange die Fische beißen, ist das kein Problem. Wie gesagt, schnell und kurz zupfen. Also schnelle, kurze Schläge. Jawohl, 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 jawohl. Oh, wow. Oh, wow, die ist eingestiegen. Oh, wow. Jawohl. Du gehörst mir. Come on. Cool. Wieder der Flügelblinker mit dem Oktopus. Cool. So, Freunde. Dritter Wurf hat den nächsten Fisch gebracht. Also Flügelblinker mit buntem Oktopus. Wie gesagt, wir haben extra sogar die Seiten gewechselt. Das Andreas dort ist, ich bin da. Und egal auf welcher Seite ich stehe, ich fange meine Fische mit meinem Blinker. Ich fange sie problemlos. Und das sind schöne Fische. Klasse. Und das funktioniert auch sofort. Wow. Klasse. Seite wechseln. Also, ich probiere jetzt mal in die Richtung. Bin mal gespannt. Wie gesagt, absinken lassen. So, und jetzt versuche ich den Aktivka von oben nach unten zu schlagen. Von oben nach unten. So, jetzt schauen wir mal. Andreas probiert auch dort im Eck momentan. Ohne Erfolg. Bei mir sieht es momentan auch nicht so aus. Jawohl! Oh wow! Wow, ich hab. Das ist verrückt. Oh wow, 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 wow. Wahnsinn! Wahnsinn! Wow! Das war aber eine ganz schnelle Attacke. Oh wow! Ho, 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 ho. Extrem aggressiv eingestiegen. Wahnsinn! Wahnsinn! So, Freunde, der gelbe Aktivka mit gelbem Twisterschwanz hat jetzt einen nächsten Fisch gebracht. Also ich habe jetzt schon 8 Stück. Andreas hat, glaube ich, 2. Gell, Andreas, du hast 2. Dafür ist meiner schöner. Ja, du hast eine Goldforelle. Aber, Freunde, wie gesagt, der Aktivka fängt, fängt und fängt. In allen Farben.
klasse. So, probieren wir mal. Wie gesagt, momentan ist es ziemlich ruhig. Ich habe jetzt von helle Farbe auf dunkle Farbe also, oh wow, hat man das gesehen? Der Blinker in der Absinkphase, also sowas habe ich noch nie gehabt. In der Absinkphase, oh wow, in der Absinkphase hat sie reingeknallt. Ich wollte gerade sagen, es ist irgendwie ziemlich ruhig geworden und dann sowas direkt in der Absinkphase, bam. So, Freunde, wir haben mit Andreas jetzt alles ausprobiert. Weiß, gelb, Andreas hat grün und schwarz probiert, rot drauf gemacht. Bam! Der erste Wurf sogar in der Absinkphase hat sie genommen. Also, wie gesagt, was denkst du, Andreas? Ja, das Blöde für mich war eigentlich, dass ich dort an der Stelle die ganze Zeit mit dem orange-roten Spoon gefischt habe. Und wir gerade uns entschlossen haben, den Platz zu wechseln. Und der Juri stellt sich da hin mit seinem Aktivgar, wirft rein und ich glaube, in der Absinkphase hat er den schon genommen. Jawohl. Zeigt ein gewisses Interesse an diesen Ködern. Richtig. Das zeigt, Freunde, dass der Aktivgar wirklich gut funktioniert. Klasse. Stimmt leider. Was? So, Freunde, wir machen jetzt 20 Minuten Pause, geben den Fisch ein bisschen Pause auch. In der Zeit probiere ich mal meine Montage, die ich schon immer gemacht habe. Also Flügelblinker mit 50 bis 60 cm Vorfach und Styroporkugel und eine Bienenmade. Das werfe ich jetzt aus und lasse das wieder so aussehen, also das treibt oben. Und wenn die Fische beißen, der Flügelblinker ist sehr leicht, dann erkenne ich das an der Rutenspitze, dass der Fisch beißt. Bam, sitzt einer. Also ich probiere es jetzt. Normalerweise funktioniert das immer. So, der Juri hat dann doch mit seiner Methode noch die Goldforelle. Oh wow, ich muss aufpassen. Ja, die ist schön. Oh wow. Oh wow. Also das hat jetzt super funktioniert. Ja. Er hat gerade rausgeworfen, 2 Minuten, und auf einmal blitzt und blinkt das Wasser und dann hat die Goldforelle sich da oben schon quergelegt und hatte seinen Köder dabei. Wow, ist sie wild! Ja! Oh wow! Cool! Cool gemacht! Juri ist glücklich. Ja, bleibt ihr nicht glücklich. Wie gesagt, ich habe ja euch gerade die Montage gezeigt. Flügelblinker, 50 cm Vorfach, eine Styroporkugel und 2 Bienenmaden haben diesen wunderschönen Fisch gebracht. Wir haben mit Andreas gerade Pause gemacht, haben was gegessen und in der Zeit beißt sie. Wow, ich bin so glücklich, Freunde. Ich habe sie zwar nicht direkt mit einem Spoon gefahren, aber irgendwie doch mit einem Spoon. Und das ist so klasse. Wow. So, Freunde, unser Duell ist zu Ende. Der Aktivgar war heute deutlich in Vorteil, nicht nur der Aktivgar, sondern auch der Flügelblinker. Der Andreas hat mit seinen handelsüblichen Spoons drei Stück gefahren. Bei mir waren es 9 Stück. 9 Stück. Gut, Andreas Glückspilze hat natürlich noch eine schöne goldene rausgeholt. Ich habe es zwar auch, aber das zählt nicht mehr. Das war nicht ganz mit Spoon. Und wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch noch mehr beweisen, dass der Aktivgar wirklich super fängt. Ne? Also heute, Andreas hat alles gegeben, hat auch alle Farben ausprobiert. Ich habe nur mit 3 Farben gegangen. Das war rot, weiß und gelb. Mehr habe ich nicht gebraucht und habe mehr gefahren als der Andreas mit seinen gekauften Spoons. Ja. Na, Freunde? Ich habe alle Farben durchprobiert, ich habe verschiedene Gewichte, also ich habe wirklich alles gegeben, aber zwischendurch, als das abzusehen war, dass der Juri mit seinen Ködern wesentlich mehr fängt, dachte ich schon, oh, leg die Dinger beiseite, geh an seinen Kasten und hol dir auch so ein Teil raus. Das war schon frustrierend manchmal, aber wir wollten mal wissen, ob das funktioniert oder wie das funktioniert, und ich hätte nicht gedacht, dass es so ausgeht, so, wie soll ich sagen, so eklatant.
eklatant im Vorteil für den aktiv gehabenen Flügelblinker. Ich habe ja praktisch dreimal mehr gefahren als du. Ja. 3:9. Ne? Das ist schon, ein riesen Unterschied. Ne? Und das war für mich selber auch der Beweis heute, dass der Aktivka doch besser fängt als normale gekaufte Blinker. Ne? Zumindest heute war es der Fall so. Ne? Also ich kann es jetzt auch nur bestätigen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es etwas enger wird, das Rennen. Aber es war eindeutig und ich habe alles gegeben. Ich konnte nicht mehr machen. Es waren die Dinger funktionieren vom Juri. Also ohne Frage. Okay, Freunde. In dem Sinne, macht's gut. Petri Heil. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.